Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold Monotype Challenge mit Duran und dem Ryu. Hallöchen! Popöchen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich auch. Ich sehe es gerade. Wir haben gefühlt 3 Jahre nicht aufgenommen. Nein. War nur in YouTube-Jahren. In YouTube-Jahren wahrscheinlich, ja. Oh, es ist Nacht, sehe ich gerade. Alles klar, weiß ich Ach Bescheid. ja, wir hatten ja. Ah, ja. Da war ja was. Scheiße, stimmt, da war ja was. Stimmt. Ei, ei, ei. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns nicht zu verraten, welches Team wir haben, offscreen nicht. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Lol, ich habe es gerade noch gesehen. Da fiel es mir wieder ein. Oh, das habe ich jetzt gerade total vergessen. Ich habe mich mal hingesetzt und mal eben ganz schnell so ein halbgares Thumbnail zusammengeschustert. Oh, nice. Kannst du dir eine Ache angucken, ob es dir gefällt. Oh, okay, das finde ich cool. Dann lade ich das eben einfach bei Dropbox hoch. Kann jetzt auch ein Foto machen können und eben via WhatsApp schicken können. Ging auch schneller. Stimmt. Nein! Wie unlucky! Ach ja, jetzt Ah! erstmal Brain AFK hier, ich sehe das schon. Smogon. Aber wir müssen ungefähr gleich Schwach. weit sein. Was Ich macht. habe gerade erstmal eine schöne Demütigung bekommen. Also eine richtige. Okay. Oh! Ja, ich habe mich schon gewundert. Was? Meine Frames sind auf 100% gewesen. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum Nee. das alles so langsam ist. Ja, dann stell mal schnell wieder Ah! hoch. Da habe ich schon wieder, aber ich muss jetzt nochmal eben kurz raus zum Pokémon-Sender, weil sich gerade eins meiner Pokes verabschiedet hat. War so richtig, richtig dumm. Das glaube ich. Ja, noch mal so. Ja, klar. Eieiei. Wo ist hier mein Kaffee dampfen? Das gefällt Lol. mir. Brain AFK pennt. Kämpfen? Treffe, es ist doch Fiesta. Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute gebe ich für alle zum Abschied ein Fest. Ist das so? So hieß es in dem Lied. Ich kenne sowas nicht. Schrecklich. Ist doch Schlager kennen. Da schlägt man sich doch Nein. immer bei. Ich muss gar nichts und ich will auch nicht. Yay, Level Up. Yay, noch ein Level Up. Cool. Oh shit, Digga. So, das N-Wort Hör benutzt. auf mit der Kacke! Du stinkst, wasch dich! Scheiße. Was ist das denn? Hä? Jetzt Warum bin aber. ich denn? Yeah! Oh, ich habe keine Gegengifts mehr. Cool. Gib. Dir. Okay, ich muss heilen, sonst bin ich gleich tot. Ab! Nein, ja. Ach ja, ach ja. Leute, Das ist das ist auch so spannend gerade für euch? Ich bin wieder voll drin, voll das Gefühl nach einer Challenge. Welches Pokémon von mir heißt denn Hure? Ach What the so! fuck? Stimmt, da war ja was! What the fuck? Ich war gerade vollkommen irritiert. Ey, das ist jetzt echt schade, dass Facecam nicht funktioniert, weil mein Gesichtsausdruck war so. Hä? Ach so, ja. Dann ist es Der hat logisch. eins seiner Pokes Hure genannt. Okay. Ja. Richtige Nutte. Okay. Jetzt überlegt er, welches Pokémon bist du deine Hure? Aber das dauert, bis ich das bei dir raus hätte. Du könntest jedes Pokémon Hure nennen. Allerdings. Ja. Das hat bei mir nichts auszusagen. So sieht's nämlich aus. Okay, aber interessant. Eieiei. Eieiei. Eieiei, der hält aus und der macht Damage. Gefällt mir nicht. Eine Hure hat er Der im macht. Team. Eieiei. Ja, genau, der macht einen Volltreffer. Ich fick ihn. Wahrscheinlich ist das ein Pokémon, dem er einfach die ganzen VMs beibringt. Ja, Hure. Ja. Sklave war irgendwann zu lang. Eieiei, Instant Death für mein Wenn, dann Brain. habe ich sie auch immer als Slave genannt. Oh, lol! Na, komm rein. Wie nice ist das denn? Wusste ich gar nicht. Ja. Eins deiner Pokes hat sich gerade entwickelt. Deiner Pokes? Ja. Oh, Alter. Verrate ich Wie dir das, kannst du damit das dir denn das. nicht wissen? Ich wusste nicht, dass es auf dem Level. Ich hatte mit einem etwas höheren Level Ach gerechnet. so.
Aber dann war nicht so. Ja, das habe ich bei einem meiner Pokes auch gedacht. Das ging auch sehr schnell. Da habe ich gedacht, oh, so fix. Das war aber wenigstens dasselbe. Also ich dachte, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass sich mindestens, also drei unserer Pokes ähnen sich. Von zwei wissen wir es, ja. Von zwei wissen wir es. Das dritte auf jeden Fall auch. Und ich tendiere wirklich, dass es bisher vier sind. Die sich... Da bin ich mir allerdings nicht sicher, da hätte ich nämlich auch hinzu tendiert. Aber ich habe mich ja mittendrin für eine Teamänderung entschieden. Ach, okay. Ja, ich bin ja auch. Das fiel mir ja auch spontan. Doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich war am Ende der letzten Session auf der Suche nach einem Pokémon, weil ich nicht mehr genau wusste, wo das ist. Genau. Und habe dabei ein anderes gefunden, an das ich gar nicht gedacht hatte und dachte mir, wow, das wäre ein mega geiles Asset für mein Team. Ach, okay. Ja, das kann... Ich habe nämlich auch mal die Tage mal so rumgegoogelt, nicht für die Challenge, sondern mal allgemein so wegen der Monotype-Challenge, auch unter anderem mir mal so andere von YouTubern die Thumbnails angeguckt. Irgendwas, woran man sich so grob orientieren könnte, ja, eventuell, wie es andere gemacht haben. Und da gibt's so, es gibt sogar wirklich komplette Strategy Guides, wie du die Mono-Teams aufbaust und trotzdem ein Balanced Team hast. Oh, okay, na klar, so. Da gerade auch jetzt mit den so seit der dritten Gen sind ja Doppeltypen wirklich sehr beliebt geworden. Hm. Ja, das ist auch relativ einfach dann. Ja, da kannst du halt wirklich so, überleg mal allein, es gibt in der dritten Gen ein Pflanze-Flug-Pokémon. Ja. Tropikus oder wie der Wichser hieß. Tropius, ja. Ja, der ist einfach, das ist einfach. Also da kannst du so viel Quatsch mitmachen. Finde ich aber auch cool. Ja, das ist wohl so. Und ich finde auch gerade hier, also wenn man das... Ich glaube, der zweiten Gen geht's auch schon. Ab der ersten wäre es schon wieder fatal gewesen. Ja, da wäre es schwierig. Weil du es da auch irgendwie geschafft hättest. Ja, das auf jeden Fall. Hätte aber gedauert. Und hier meine ich wirklich, wenn du mal guckst, alleine in dem Bereich, wie viel habe ich denn da? Also ich glaube, nur Croc ist pur... Nee, ich habe zwei Pokémon, die pur Wasser sind. Und vier Pokémon haben zwei. Ich bin mir gar nicht so sicher, da müsste ich eben mal reingucken. Aber das ist wirklich, und mit den zwei Typen rockst du einfach, also. Entschuldigung, das ist easy peasy, lemon squeezy. Ja, aber ich weiß noch, wie wir hier zusammengesessen haben und überlegt haben, welchen Typ wir nehmen. Weil wir ja gesagt haben, keine VM-Sklaven, und dann haben wir nochmal nachgedacht, so, ja, dann müssen wir ja schon fast Wasser nehmen, weil ansonsten wird's schwer. Ich meine, man hätte vielleicht sich noch mit irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, man hätte sich auf Flug geeinigt. Okay, ist mit dem Starter schwierig, hätte man eine Ausnahme machen können. Ja, das stimmt. Dann hätte man sich vielleicht noch mit Surfer mit einem Mantax durchschummeln können. Das kann zwar weder fliegen noch sonst was, aber es ist halt laut Definition halt doch ein Flug-Pokémon. Gehört zu den Flugtypen, ja. Smogon. Hä? Ich bin meiner Pflicht nicht nachgekommen. Okay, schön für dich. Oder auch nicht. Smogon. Und tot. Wann lernt mein Warlord Erdbeben? Wie geiler finde ich ja, dass Smogon und Smogmog in der amerikanischen Fassung NY und LA heißen. Er sagt es wieder. Ja. Ich glaube, in jedem unserer Let's Plays haben wir das mal angesprochen. Ich finde das total cool. Nö, wieso? Nein, das ist gut. Vielleicht Leute, die anderen Let's Plays noch nicht gesehen haben. Das ist alles in Ordnung. Also, und wer jetzt das nicht weiß, ist, dass NY steht für New York und LA steht halt für Los Angeles. Das ist ja eigentlich wohl klar. Wegen halt der Schadstoffe der Städte. Dann sind die zwei amerikanischen Städte mit dem höchsten Schadstoffgehalt und Smogon und Smogmog sind halt Schadstofffabriken. Ja. Und sehen auch so aus wie die Leute, die da leben. Was sagst du? Natürlich. Weil ich gehört habe, gegenüber Touristen soll der Durchschnittsami echt nett sein. Das Problem ist nur, dass die sich gegenseitig alle auf die Schnauze hauen. Ja, gegenüber Touristen finde ich das ja auch okay. Ach, das alte Licht, ja, der nervt gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich hakele ein bisschen, naja, aber das ist alles... Das habe ich zwischendurch auch, aber mittlerweile geht's. Nee, das ist alles wohl in Ordnung, weil ich gewohnt bin, das andere Let's Play, was ich gerade mache, mache ich auf 100% und deswegen so... bin ich ein bisschen verwirrt. So, ich glaube, ich muss jetzt mal noch ein anderes Pokémon ein bisschen trainieren. Ich weiß es nicht. Doch. Bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig, sind nämlich alle eigentlich ziemlich genau auf dem gleichen Level. Ja, eins hinkt ein bisschen hinterher, aber du, da bin ich auch noch überlegen, ob ich... Ja, aber eins auch bei mir, aber das habe ich auch gerade erst gefangen, also da ist das noch... Oh, ist Käfer-Contest heute. Käfer-Contest, da kriegst du ganz bestimmt viele Super-Wasser-Pokémon. Ja, einfach mal mitmachen, aus Spaß an der Freude. Nein, für die nein. Prize. Ich muss da vorbei, lass mich, ich habe einen weiten Weg vor mir. Ach, da fällt mir gerade ein... Ah, egal, mache ich nachher. Darf ich noch nicht vergessen. Ich brauche, warte mal, ich habe hier doch irgendwo einen Cheat-Zettel.
Oh, Notizzettel, jetzt geht er ab. Ja, dann schreibe ich mir jetzt eben eine. Ja, mach das mal. Oh Gott, mit einer Hand immer noch die Y-Taste hämmern. Und dabei schreiben, weil ich mit dem Daumen den Zettel festhalten muss, damit er mir nicht wegrutscht. Ja. Ich krieg's hin. Sieht zwar dann aus wie Scheiße. So. Ja. Dann kaufen wir uns davon noch ein paar. Ich bereite schon mal alles vor, Leute. Ich bereite alles vor. Ja. Für den Eingriff. Ja. Der Patient wäre dann bereit, Dr. Duran. Bist du nicht mal ein Format, das so hieß? Dr. Du, frag Dr. Duran, ja. Dr. Sommer. Frag Dr. Duran. Dr. Sommer verarscht. Also das war echt Fremdschämen, ey. Ja, wieso? Es gibt doch genug Internetseiten. Dann liest du dir einfach die Fragen durch und dann gibst du deine Antworten. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist auch wirklich, ey. Ich habe auf die Tage wieder so ein Video gesehen. Das ist von zwei YouTubern, Manulsten und Klängern. Das Format heißt Dumm. Alles klar. Und da lesen die Fragen von gutefrage.net vor. Okay. Ich bin 12 und will mit dem Rauchen anfangen. Aber weder meine Eltern noch meine Brüder rauchen. Wo kriege ich Kippe näher? Da hab ich nur gedacht, so ein Vergrabenmädchen. Why? Ja, ungefähr. An alle jungen Zuschauer da draußen. Ich bin selber Raucher. Seit vielen, vielen Jahren. Ich habe damals angefangen, weil ich cool sein wollte. So wie die coolen Kids, weil die alle geraucht haben bei uns in der Schule. Und jetzt bin ich 26 Jahre alt, bin von dem Scheiß abhängig und ärgere mich jeden Monat darüber, wie viel Geld die Scheiße frisst. Ja. Also lass die Pfoten davon. Oh. Letztes Mal, als ich nämlich versucht habe aufzuhören zu rauchen, ist nach drei Tagen mein Chef mit einer Schachtel Kippen zur Arbeit gekommen und hat gesagt, hier, rauch! Aber hör auf zu nerven! Vielleicht als kleines Gegenbeispiel, ich bin Nichtraucher, noch nie geraucht. Und von dem Geld, was ich gespart habe, habe ich mir letzte Woche einen Porsche gekauft. Das wär schön. Alter. Ja, aber komischerweise bist du da auch so, sagt man da Ausnahme? Deine Eltern, meine ich, sind ja Raucher. Aktuell nur noch meine Mutter. Mein Vater hat aufgehört. War cool. Nee, weil ich weiß noch, als wir mal bei dir ein Projekt gemacht haben, da durfte ich rauchen im Haus. Ja. Da war ich mega überrascht, weil ich ja wusste, dass du stringenter Nichtraucher bist. Ja. Und ich also, wieso darf man denn dann hier rauchen? Ja, weil meine Eltern Raucher sind und die da entsprechend kein Problem mit haben. So sieht's aus. Wobei ich mittlerweile auch so, zum Beispiel, wenn es draußen regnet und ich halt zum Rauchen rausgehen muss, dann lasse ich die Flipper auch lieber einfach in der Packung. Ja, das ist Respekt, das ist cool. Ja, wir haben, zu Hause haben sie das Problem, wir haben Unterdachung. Naja, und dann kannst du auch, wenn es regnet, rausgehen und quarzen. Ja, ist zum Beispiel bei uns auf einmal, haben wir unten. Aber ich will nicht immer nach unten in die Wohnung von Oma laufen und dir auf die Nerven gehen. Na gut, siehst du. So, haben wir das auch erledigt. Dann kann ich jetzt hier diese Notiz abhaken, weil ich hab's nicht vergessen. Also, was hat er sich da wohl notiert, Leute? Zeig das mal in die Kamera. Ich hab doch Facecam aus. Ach, scheiße, stimmt. Ist doch diese, keine Ahnung, Camtasia und Logitech vertragen sich irgendwie nicht mehr. Stimmt. Ja, ich muss auch irgendwann mal gucken, dass ich eine neue, bessere Cam kriege. Ich hab jetzt zwar die eine. Ich mache das ja immer meine Durans Blickpunkt und sowas mit der Fotokamera. Nehme ich das ja auf. Das ist auch gute Qualität. Aber wenn du jetzt so irgendwas am PC direkt machen willst, ist das mal schwierig. Deswegen brauche ich mal eine ordentliche, weil die Logitech kannst echt. Das ist zum Beispiel das Geile an OBS. Du kannst einfach verschiedene Videoquellen auf deinem PC auswählen und sie dann auch einfach übereinander hinlegen. Ja. Das ist extrem nice. Ach, hör doch auf mit deiner Stachel. Ach, scheiße, ich bin ein Paraheiler mehr. Ach, willst du mich verarschen? Hier kann ich ja anteasern, weil, keine Ahnung, wann wir das Let's Play hochladen, aber ich werde auch wahrscheinlich mal nächste Woche versuchen, mal einen Stream zu machen. Alter, wie mega fett. Hab ich dafür. Eieiei, eieiei. Was, hast du einen Oval getroffen, oder was? Nee, aber sieht auch aus wie ein Ei. Eieiei. Ja, hau dich selber K.O., du... Boah, mein Toko ist so dumm, er hat sich selber K.O. geschlagen. Aber dann musst du mir unbedingt Bescheid sagen, wenn du streamst. Ja, da werde ich auch kurz vorher so ein kleines 10-Sekunden-Video auf YouTube raus. Ja, kurz vorher. Für deine Abonnenten kurz vorher hier. Für mich muss das mindestens 1-2 Tage vorher sein, damit ich mich vorbereiten kann. Ja, ich weiß nicht. Also erstmal gucken, wann wir wieder zu Hause sind. Und nicht mehr bei Mutter in der Bude. Mhm. Und wann ich da mal Zeit und Bock dafür finde. Ja, ich habe diese Woche Urlaub. Ich muss nächste Woche wieder arbeiten. Ah. Aber ich muss mal gucken. Oh!
mal kurz. Egal. Vollkommen egal. Ich muss das jetzt eben durchziehen. Ich kann wohl eben warten.